Beppo Frixi greift mit ihrer Interpellation das Thema Zuwanderung und Integration auf. Was hat sie dort dazu bewogen? Was mich bewogen hat, ist ganz einfach soweit. Das Thema liegt seit Jahren auf dem Tisch. Im Landtag habe ich x-mal schon gesagt, man sollte das Thema aufnehmen. Es ist nicht aufgenommen worden. Inzwischen redet der Regierungschef in einem Brief an die Abgeordneten von Stimmungen in der Gesamtbevölkerung. Er redet von Überfremdungsängsten. Da möchte ich fragen, wie kommt er darauf? Wie werden die sogenannten Überfremdungsängste gemessen? Dann hat er im Januar ebenfalls hat der Vizeregierungschef Martin Meyer etwas erzählt vom Familiennachzug, dass vor allem Leute ins Land kommen mit betreffend oder mit dem Familiennachzug. Da muss ich der Vizeregierungschef einfach fragen, ja, findet er das nicht gut, dass eine Arbeitskraft, die herkommt, Familiennachzüge hat? Also es sind x Fragen im Raum, wo man dringend auf politischer Ebene beantworten sollte. Und was erhoffen Sie sich jetzt von der Interpellation? Es sind offene Fragen. Interpellation stellt die offene Frage. Stellt Fragen zur Familiennachzug. Steht die Regierung dazu? Steht sie nach wie vor zu der Drittelsregel? Das heisst, dass nur ein Drittel von der Gesamtbevölkerung Ausländer sein sollten. Stehen sie dazu oder anerkennen sie, dass zwei Drittel von den Arbeitsplätzen Ausländerinnen und Ausländer sind? Wenn man heute ein Stammtisch ist oder ganz allgemein über Ausländer und Ausländerinnen redet, gibt sehr viele Stimmungen. Und ich finde es gefährlich, wenn man so Stimmungen nicht aufnimmt. Und die Freiliste möchte jetzt wirklich die Themen ganz offen ansprechen. Weil etwas muss man einfach ganz klar betonen. Liechtenstein hat Integrationsmaßnahmen die letzten Jahre und Jahrzehnte durchgeführt. Und ich denke, sie sind einigermaßen gelungen. Wir haben keine Parallelgesellschaft, wie Deutschland zum Beispiel. Was ich bis jetzt einfach schätze, ist, wir haben keine, nicht mehr zu ernennen, SVP, wir haben keine politische Partei, die für einen Wahlkampf immer die Ausländerproblematik braucht, immer die Ausländer in die Ecke stellt, immer probiert, aus ihnen Sündenböcke zu machen. Ich denke, wir haben es nicht. Die Stimmungen gibt es aber bei uns im Land, selbstverständlich. Wir sind kein bisschen besser oder schlechter wie andere Staaten. Für mich hat die Politik bis daher verpasst, das wieder einmal, dass man immer wieder offen zu diskutieren. Also ich wäre ganz froh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn über das Thema im Moment doch recht freien Raum ganz offen diskutiert werden kann und alle Vor- und Nachteile abgewogen werden.